Oh, das ist echt anstrengend. Oh, dieses ständige Knien, ey, das musst du nächstes Mal besser machen. Besten noch einen Sitzplatz oder so, wäre nicht schlecht. Ein wunderschön, Leute. Heute geht es mal um meinen Wanderrucksack. Beziehungsweise nicht um den Wanderrucksack, sondern was ich immer so alles mit auf Tour mit habe. Und das zeige ich euch mal. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Viel Spaß. So, bevor das Video hier startet, ich wurde nicht gesponsert irgendwie für dieses Video. Die ganzen Produkte, die ich euch hier zeige, die habe ich mir selbst gekauft, von meinem eigenen Geld, muss man ja heutzutage leider immer sagen. Von daher erwartet euch hier nur meine ehrliche Meinung. So, fangen wir direkt mit dem Rucksack an. Das ist ein Jack Wolfskin Orbit 26, nennt sich der. Das ist quasi ein normaler 26 Liter Tagestouren-Rucksack, kann ich mal so sagen. Und den habe ich mir damals eigentlich hauptsächlich wegen der Farbe ausgewählt, weil ich mag irgendwie diese Rostrot, Kupfer, wie nennt sich das, Kupferbraun, Lava, keine Ahnung, also diese Orangetöne, die mag ich halt sehr dolle und deswegen habe ich mir den damals ausgesucht. So, ich würde sagen, wir fangen mal ringsherum an. Wenn wir hier oben mal drauf gucken, auf das Deckelfach, das hat so vier Laschen dran, da kann man diverse Sachen befestigen, den Helm zum Beispiel. Ich habe mir so einen Kordezug angebaut, damit kann man zum Beispiel diverse Sachen befestigen, wie zum Beispiel eine Jacke, wie die mal trocknen soll. So, von hinten direkt, Tragesystem. Ja, ist halt ein Tragesystem. Ich finde es gut, auch schön belüftet. Für den Sommer ist das wahrscheinlich nicht schlecht. So, an den Seiten haben wir wie bei jedem Rucksack so eine Meshtaschen. Meshtaschen, ja, so heißen die Teile. und ja, für Trinkflaschen, ich bezweifle, dass da eh nach hinten passt, weil die doch ziemlich klein sind. Benutze ich nicht, kann ich also nicht beurteilen. Ich habe hier eher so meinen Safety Stick mit der Action Cam dran, mit denen ich die ganzen Ton filme. Die findet ihr an der Seite Platz, wenn ich die mal nicht brauche. Direkt auf der anderen Seite habe ich noch ein bisschen Zubehör dafür. Und zwar ist das so ein Mini-Stativ mit so einer Handyhalterung. Da kann man zum Beispiel mit dem Handy einen Zeitraffer machen. Und deswegen nehme ich das mit auch. Weil dieser Selfie-Stick hier unten so ein Stativgewinde dran hat, kann ich quasi hier draufschrauben und dann das zusammen mal irgendwo hinstellen. Das ist quasi so eigentlich das einzige Technik-Equipment, was ich hauptsächlich für Ton benutze. So, was haben wir hier noch? Ah ja, wir haben hier noch Taschen hier unten dran. Da habe ich immer so ein bisschen Kleinskram-Zubehör mit, gerade jetzt für die Jahreszeit, was man doch mal öfters braucht. Ich habe hier eine Kopflampe mit passendem Ersatzakku. Und auf der anderen Seite gibt es hier, wenn ich mich nicht irre, ja genau, Schweizer Taschenmesser, kann man immer gebrauchen. Ah ja, hier vorne habe ich jetzt auch relativ neu, sind so eine neuen Lichtpinökel. Die haben ja so drei Helligkeitsstufen, unter anderem auch ein blinkendes Rotlicht, das kann man überall dran klippen. Finde ich jetzt praktisch gerade mal zum Ausleuchten oder wenn man ja irgendwie mal vor sich warnen möchte, wenn man auf der Straße lang geht, dann ist dieses Rotlicht nicht schlecht. Zudem sind die Dinger ja auch per USB aufladbar. Ich habe auch eine Powerbank hier drin, von daher kann ich das alles unterwegs immer schön aufladen. So, fangen wir mal vorne an. Hier ist so eine Tasche, von der aus kann man von draußen zugreifen. Da ist so ein bisschen Organisation drin. Gucken wir uns später an das Ding hier. Da habe ich immer so aktuelles Kartenmaterial von der Region mit. Hier zum Beispiel die Wandernadelhefte, wenn man mal einen Stempel abgrasen will. Aber warum das Fach so cool ist, liegt daran, dass das Ding hier direkt reinpasst. Und zwar ist das meine Drohne. Die habe ich jetzt noch nicht ganz so lange, aber die ist halt verdammt klein. Das ist die DJI Mavic Air, nennt die sich. Die ist halt richtig klein, kompakt. Passt hier mit Fernsteuerung hier vorne rein. Das heißt, wenn ich mal irgendeine Szene drehen will, kann ich direkt Rucksack ablegen, mache bloß ein Fach auf und muss nicht komplett in den Rucksack rein. Und wenn ich fertig bin, packe ich das wieder hier rein. Kommen wir mal weiter hier oben zum Deckelfach. Hier ist auch haufenweise Kleinkram drin. Hier ist zum Beispiel irgendwie das Highlight, finde ich. Das ist wie so eine Campingleuchte mit Anzeige, wie viel Akku noch drin ist. Das ist ein externer Akku mit, ich glaube, 3000 mAh kann man Handy und diverse Sachen laden. Hier oben hat man so Haken dran. Das Ding ist magnetisch, also ist quasi immer mit dabei. So, passend dazu ist auch so ein Multiladerkabel, da kann man diverse Geräte mit laden. So, dann für die Jahreszeit so ein Wärmepad zum Schütteln, Ersatzakkus für die Drohne. Dann habe ich hier so eine Powerbank mit integriertem Solarpanel, also Strom habe ich hier noch mit, falls ich das mal brauche. Das wegfliegt. So, ganz wichtig, auch bei den Temperaturen wieder Handschuhe, die man so, ja, entweder Fingerlänge frei oder Finger, die man komplett zumachen kann. Also wenn man zum Beispiel eine Kamera mit hat, ist das Ding, sind die Teile echt praktisch. Ein kleinen Snack, eine Faltmütze und natürlich noch ein Buff, wieder meiner schönen Farbe. So, für die Jahreszeit eine Daunenjacke,
gibt es eigentlich auch, ah ja, hier ist ein kleiner Beutel, da passt die eigentlich komplett rein. Kann ich ja mal schnell machen. Kann man also wirklich gut komprimieren. Oh, meine Füße, ey. Mann, Mann. Oh, geil. Genau hier so eine Sitzunterlage. Oh, oh, ja, ja. Oh, geil. So kann man das besser zeigen. Das hätte ich vornherein schon machen müssen. So, hier drin ist eigentlich bis auf die Kleidung nur noch Fresszeug. Beziehungsweise hier hast du 1,5 Liter Wasser. Die habe ich immer mit dabei. Kochen, trinken kann man quasi alles mit machen. Und dann habe ich hier mein Kochset. Das habe ich ja schon mal vorgestellt, den Stanley Kocher, ja, den kennt ihr eigentlich wahrscheinlich. Wenn nicht, ich guck mal, ob ich hier oben irgendwo ein Video verlinke. Und mein Kochset, das hat sich jetzt zu meinem letzten Update nicht großartig verändert. Da sind halt Gaskartuschen drin, mein Gaskocher, dann so ein Ständer für die Gaskartusche, Feuerzeug, Löffel und hier so ein Wasserfilterset, falls das Wasser doch mal irgendwann alle sein sollte. Das war es eigentlich aus dem Hauptfach. Genau, dann haben wir bloß hier unten noch ein Fach. Das ist so mein Schlechtwetterfach. Da ist eine Regenjacke mit drin, falls ich die mal brauche. Ah ja, siehst du, das habe ich noch ganz vergessen. Das hat der Rucksack auch noch. Hier ganz unten ist so ein Reißverschlussfach. Da ist quasi eine Regenhülle drin. Ist jetzt nicht schlimm, dass die gelb ist. Ist auch so ein bisschen mein Farbton. Was aber cool ist an der, die ist dann so ein Clip dran. Die kann also nicht abhauen. Aber wenn die mal nass ist, kann man die abmachen, irgendwo hinhängen. Oder man kann das zum Beispiel auch nutzen, wenn es jetzt gerade beim Zeltaufbau ist oder so, was ich jetzt hier nicht mitmache. Man kann seine Ausrüstung hier erstmal reinpacken und kann die auch mal irgendwo vor Regen sichern. Das war es eigentlich von Ausrüstung, die ich immer mit dabei habe. Die habe ich tatsächlich immer mit dabei. Das variiert natürlich jetzt zum Beispiel von den Karten her, je nachdem, welche Region wir gerade unterwegs sind. Essen, Trinken richtet sich auch an die Tour, die wir damit machen. Das ist immer alles ein bisschen anpassungsfähig, aber sonst ist das alles so, was in meinem Rucksack mit drin ist. Wenn euch das interessiert, was das alles so für Sachen sind, ich sehe zu, dass ich die alle unten nochmal verlinke. Kriegt ihr quasi so einen Amazon-Link, dann könnt ihr mal gucken, was das ist, wie teuer das ist und ja, wo man das herkriegen könnte, falls ihr da Lust habt, das mal auszuprobieren. Ansonsten war es das von meiner Seite aus und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und wir sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut!